Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen heute mal direkt aus dem Abarth an. Es ist Sonntag, wir sind auf dem Bilsterberg und es geht mal wieder los. Was haben wir gemacht? Vorderachse Nachlauf, Druckdose, das heißt wir gucken, ob jetzt endlich Leistung kommt. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Das heißt, nächste Woche ist der große Gear Collector Track Day, wo ich natürlich gerne mitfahren würde. Und das Ganze nutze ich heute natürlich noch mal ein bisschen zum Testen, weil ich einfach nicht glaube, dass mit der neuen Druckdose, wenn jetzt mehr Ladedruck kommt, sofort alles so passt, wie es passen soll. Deswegen bin ich froh, hier heute einfach ein bisschen fahren zu können. Und natürlich umso mehr Nachlauf vorne, wie verhält sich das, was muss ich am Setup alles ändern, etc. Let's go! Wassertemperatur 75 Grad, 0,51. Oh ja, wir merken direkt auf den ersten Metern, das Auto auch viel mehr Kraft zum Lenken. Geht wieder, das ist schon mal gut. Und guckt euch mal das an, wie ich das Lenkrad loslassen kann mit dem Nachlauf und sofort fährt das Auto wieder geradeaus. Das war halt vorher wirklich gar nicht so. Und das ist halt dieser Nachlaufeffekt. Da muss ich jetzt einmal kurz einen Laptop und nachprogrammieren. Das heißt, da müssen wir jetzt massiv runterschrauben, das ganze Kennfeld. Ja, Brigitte. Guck mal, heute habe ich meinen Helm auf. Papa hat auch einen Helm. Boah, auf, Papa, ne? Ist Kitchener schon, ne? Du hast so warm im Auto. Ja, das glaube ich. Und es wird erst beim Fahren leider. Was passiert hier? Hast du Klima anlangt? Nee. Bei der unten tropft es. Macht 3 Bar. Nee, da kannst du nicht von der Sonne an. Oh, kann er rein. Kann er rein? Gehst du jetzt ins Rennauto? Oh, Papa. Papa. Papa ist mit dem. Oh, ist der Struggle is real mit dem Laptop, ne? Nein. Nein, guck mal, ist an, ne? Siehst du? Papa. Papa macht mit dem Laptop jetzt einstellen. Papa! Ein paar Mal machen müssen. Ja. Bist du der Fahrer? Papa. Das sieht schlecht aus. Ja. Nee, du hast recht. Kriegst du irgendwo raus, ja. Oh, da oben ist auch her. Nee, also wenn der nur da oben her. Ich bin hier rumgelaufen, klar. Aber da oben siehst du es ja. Irgendwo hier nicht. Naja, wenn es hier schon hochspritzt. Ja. Das kann der Seite sein. Was?
das ist nur hier oben rausgekommen. Warum? Ja, und da war abrupt der Bilzerberg-Tag zu Ende. Das war so definitiv nicht geplant. Es kommt auch echt nicht so häufig vor, dass ich mir wirklich einen absoluten Eigentorfehler einbaue. In dem Fall war es so. Was habe ich gemacht? Damit das Ganze so ein bisschen luftiger wird, habe ich den Wärmetauscher hier drin ausgebaut, das Gebläse. Weil dieses Gebläse habe ich ja damals extra ohne Klima eingebaut. Und ich habe es wirklich nicht einmal benutzt. Ich habe nicht einmal die Lüftung angemacht und ich habe nicht einmal die Heizung angemacht, logischerweise. Deswegen habe ich mir überlegt, die fliegt erstmal raus. Gar nicht unbedingt wegen Gewicht, natürlich wegen Gewicht am Ende, sondern weil natürlich dieser Wärmetauscher da drin die ganze Zeit umspült wird und ich immer warme Beine, warme Füße hatte. Und das bei 30 Grad ist nicht so geil. So, also habe ich den ausgebaut und das Ergebnis seht ihr keine 24 Stunden später hier. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen, außer dass das echt ansetzen. Aber es gehört halt leider dazu. Also für mich ärgert am meisten, dass das mit diesem schönen Motor passiert ist, den ich immer gelobt habe und der es definitiv nicht verdient hatte, so zerlegt zu werden. Aber ich habe einen Fehler gemacht, der wehtut. So, bevor ich euch sage, was passiert ist, nochmal kurz resümieren. Ladedruck lag definitiv an der Dose. Einfach nur krass, wie das Ding geschoben hat. Natürlich passt jetzt leider die Taktung gar nicht mehr. Das müssen wir nochmal anpassen. Und ich konnte nur diese eine Runde fahren. Nachlauf, gefühlt ganz anderes Auto. Also wirklich geil. Also richtig, man lässt das Lenkrad los und das Auto zuckt so krass zurück, dass sich das ganze Auto schon fast aufschaukelt. So viel Saft ist jetzt in der Lenkung. Oder? Egal. Eigentlich bin ich auch nur rausgefahren nach dem, was ihr gerade gesehen habt, weil ich eigentlich nachtippern wollte und die Taktung runter machen wollte. Dabei habe ich dann aber festgestellt, dass Kühlwasser fehlt. Also nee, ich habe nicht festgestellt, dass Kühlwasser fehlt, sondern die ganze Seite und das Heck war voll mit Kühlwasser. Ich habe in dem Steuergerät eine Schutzfunktion drin, eine Abschaltfunktion, die abschaltet, wenn der Motor zu heiß ist und die auch abschaltet, wenn kein Kühlwasserdruck mehr da ist. Ich dachte, kein Wasser auf dem Motor, gleich kein Kühlwasserdruck. Ist aber nicht so, weil natürlich selbst der Wasserdampf und die Temperatur da drin ein bisschen Druck erzeugt, aber weniger. Das heißt, eine Sache habe ich schon mal gelernt, wenn ich will, dass der Motor zuverlässig ohne Wasser ausgeht, muss ich ähnlich wie beim Öldruck eine Tabelle rausfahren, Kühlwasserdruck zu Drehzahl, zu Wassertemperatur. Also ich brauche eigentlich eine 4D-Tabelle, die wirklich gezielt sagt, bei kaltem Wasser, bei Drehzahl X brauchst du so und so viel Druck, bei warmem Wasser, bei Drehzahl X brauchst du so und so viel Druck und so weiter. Weil der Kühlwasserdruck ist definitiv Temperatur- und Drehzahlabhängig. Ja, egal. Was ist passiert? Folgendes. Original sitzt hinten am Motor, so wie es hier auch noch ist, dieses Thermostat. So. Dieser Schlauch geht original zum Wärmetauscher im Innenraum. Das heißt, hier sitzt ein Kühler und dann geht das Wasser wieder zurück in dieses Rohr. Dieses Rohr sitzt vorne am Motor. Hier ist die Wasserpumpe, hier saugt die Pumpe. Die Pumpe saugt aus dem Wasserkühler und die Pumpe saugt aus dem Wasserwärmetauscher. So, was habe ich gemacht? Ich habe den Wärmetauscher ausgebaut und habe beide Enden verschlossen. Extra ins Lager gegangen, Verschlussstopfen geholt, ganz stolz einen Verschlussstopfen drauf gesteckt. Habe noch überlegt, ob ich nicht sogar mir den Aufwand mache, das Rohr auszubauen und das hier abflexe, weil die paar Gramm Gewicht wollte ich sogar noch mitnehmen. Dass man das hier komplett so direkt. Weil bei Marius Golf als auch diversen anderen Autos haben wir es immer so gebaut, dass jegliches Wasser aus dem Kopf kommt, durch den Kühler muss und wieder in die Wasserpumpe geht. Das heißt, der Kühler war quasi im Hauptstrom und es gab keinen anderen Weg. Ja, ich habe eine Sache nicht mit bedacht, dass in meinem Motor bzw. bei diesem Fahrzeug in dem Wasserflansch immer fest eingebaut das Thermostat ist. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich fahre Einführungsrunde raus. Ich habe nochmal ein Log geguckt und habe tatsächlich nur 75 Grad Wassertemperatur. Habe das erste Mal bei 75 Grad Wassertemperatur hochgedreht. Wasserdruck ist gestiegen, 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 gestiegen. Ich habe 4 Bar im Log gesehen und bei 4 Bar ist dann einfach alles auseinandergeflogen. Klingt jetzt erstmal rabiater, wie es ist, weil genau für sowas hat man Froststopfen. Ähnliches Phänomen ist, wenn ihr keinen Frostschutz, wie der Name schon sagt, auf Wasser habt und im Winter gefriert ist, dann sucht sich das Wasser bzw. das Eis auch einen Weg und irgendwohin geht's. In dem Fall war es so, dass hier an der Seite der Frostschutz noch aufgeflogen ist. So, das heißt, zwei Sachen sind passiert. Hier ist der Stopfen rausgeflogen und die andere Sache ist, wenn ihr reinguckt, seht ihr ja, wenn hier das Thermostat zu ist, kann hier kein Wasser durch. Da ich diesen Anschluss auch zugemacht habe und hier den Druck und Temperatur messe, kann das Wasser nur noch hier durch. Und das ist die Verbindung zum Ausgleichsbehälter da oben. Das heißt, ich habe die vollen 4 Bar hier drin auch noch in den Behälter gedrückt. Das heißt, bei 1,4 Bar steht oben drauf, geht der Behälter auf. Das heißt, hier drin, hier man sieht es noch, war halt auch schöne Sprenkelparty.
hätte gehofft, dass wenn sowas passiert, einfach klack, Motor aus, ich rolle aus, fertig. Nee, ist nicht so, weil natürlich durch Temperatur und alles im Motor noch 0,3 Bar Kühlwasserdruck war. Was ich krass finde, ne? Dass so eine Wasserpumpe, die da noch läuft, noch 0,3 Bar. So, am Bilzer Berg, dann ausgerollt. Also was heißt ausgerollt? Dann in der Box gewesen, geguckt, gesehen, undicht. Im ersten Moment erstmal nur gedacht gehabt, ah, okay, der war dort verstopft. Das heißt, er hat nur Druck aufgebaut. Und jetzt ist einfach nur Wasser raus, weil das alles aus dem Belter gekommen ist, weil ich das natürlich am Zahnriemen nicht gesehen habe. Also, auf schnell am Bilzer Berg hier einen Schlauch zwischen gemacht. Natürlich ein Traum bei 100 Grad Wasser. Einen Schlauch zwischen gemacht, das Ganze gebrückt, wieder Wasser draufgekippt, Motor laufen lassen und es lief einfach unten raus. Kein Wunder, wenn Froststopfen hier weg ist. Das heißt, da war Feierabend. Dann beim Rangieren auf dem Trailer habe ich auch gemerkt, jeder von euch kennt das, jemand, der sein Auto jeden Tag hat, der hört jede Kleinigkeiten. Beim Anlasserdrehen habe ich schon gehört, dass er weniger Kompression hat. Er hat nicht mehr C, sondern C gemacht. Ne? Jeder kennt das, wenn man das schon mal so gehabt hat. Hier zu Hause Kompression gecheckt, war nicht null, sondern alle Zylinder waren einfach ein bisschen schwächer. Ich glaube, er hat 8 und 6,5 gehabt, war aber zu wenig. Das heißt, war klar, irgendwas zerlegen. Hatte die Hoffnung, dass es einfach nur die Kopfdichtung ist und das ist es zum Glück auch. Nur in Anführungsstrichen. Das heißt, diese Ausrollrunde hat tatsächlich gereicht, um den Motor thermisch an sein Limit zu bringen. Obwohl Wassertemperatur nicht über 100 Grad gegangen ist. Wassertemperatur, weil es war ja keine Wassertemperatur in dem Fall mehr, sondern es war eigentlich eine Kopflufttemperatur. Was für mich aber trotzdem nicht so heiß ist, weil wenn die Luft in dem Kopf 100 Grad hat und der Sensor sitzt wirklich direkt in dem Zylinderkopf, dann hätte ich gedacht, ah, vielleicht kommst du mit einem blauen Auge davon, aber bei sowas immer wichtiger zerlegen. Und dabei stellte sich heraus, nee, der wird schön den Kopf verzogen haben und wird abgepfiffen haben. Was extrem schade ist, weil wenn ihr euch diesen Zylinder anguckt, die Verbrennung ist einfach ein Volltraum. Das ist alles von der Färbung her schön. Man sieht eigentlich auch nichts, wo er so richtig durchgepfiffen hat. Also hier zum Beispiel. Also immer wenn man so einen schwarzen Durchbrand bis zu den Kanälen hat, dann kann man schon sagen, dass da vielleicht mal ein bisschen was ging. Also als allererstes hatte ich Angst, dass er gefressen hat, weil ein Motor, der zu heiß wird, ist natürlich folgendermaßen, dass die Zylinder einfach nicht mehr passen vom Durchmesser her. Das heißt, er fängt an zu fressen. Da kann ich zum Glück sagen, der Motor sieht echt schön aus. Man sieht sogar noch einen Kreuzschliff. Ja, ist wie neu. Ja, der hat nichts abbekommen. Hier schön die Kolben. Haben auch kein Spiel, gar nichts. Sehen alle schön gleich aus, alle schön Taco aus und so weiter. Hier sieht man aber auch genauso, wie er speziell in der Mitte schon ein bisschen durchgepfiffen hat. Und ich glaube, der Kompressionsverlust kam daher, dass er in der Mitte durchgepfiffen hat. Weil, das sieht man an folgendem Phänomen, war das, was ich leider befürchtet habe. Diese Version, einen oberen Teil des Kopfes mit Nockenwellen drin zu haben, ist geil. Lässt sich schön einfach zerlegen, geht wirklich fix. War keine Stunde, also gefühlt war der Motor noch warm, da war schon alles runter. Kann man so einfach wieder draufstecken. Aber dadurch ist natürlich dieser Kopf so eine platte Flunder, dass diese Flunder natürlich sofort wellig wird. Jetzt gibt es für sowas, jeder, der sowas selber messen will, sogenanntes Haarlineal. Das kann man einfach nur drauflegen und schon sieht man, wie krumm der ist. Deswegen ist übrigens auch, sind diese Flächen hier gerne schwarz. So sieht man nämlich noch nicht ganz so viel. Aber wenn ich das jetzt runterkippe, hier sieht man schön, da kommt kein Licht durch, außen, da liegt er an. Guckt man hier jetzt, wird schon mehr. Hier ist es gefühlt am meisten und außen liegt er wieder an. Schade, Schokolade, würde Marcel jetzt sagen. Ja, also bin ich reingegangen, habe von Limo kurz mein Ventilspiel-Überprüfungszeug geholt. Hab keine Ahnung, ob man das messen kann, aber zieht es euch rein, man kann es tatsächlich messen. Ich nehme jetzt hier 10 Hundertstel, also ein Zehntel Millimeter. Das waren 10. Jetzt nehmen wir 15. Okay, jetzt nehmen wir 20. Ja. 2 Zehntel rum. Ist jetzt nicht die Welt. Ist jetzt nicht so, dass man 2 Zehntel nicht retten können. Aber Fakt ist, baue ich das zusammen, ohne den Kopf zu planen, ist Baustelle. Weil dafür wird der Motor einfach zu sehr belastet. Ich bin einfach nur heilfroh und dankbar, dass nicht mehr passiert ist. Hätte zum Beispiel passieren können, dass ich das ganze Kühlmittel auf dem Reifen habe, mich drehe, in der Leitplanke ende und ich eine noch größere Baustelle habe. Es hätte passieren können, dass ich den ganzen Motor platt fahre, dass der Ölkreislauf beschädigt wird, dass da Späne drin sind. Das ist zum Glück alles nicht der Fall. Das heißt, hier komme ich mit einem blauen Auge davon. In früheren Zeiten hätte ich das heute noch wieder fertig gemacht. Heißt, ich hätte die Ansaugbrücke abgebaut, Krümmer abgebaut, wäre zu Benny gefahren, hätte den Uhr geplant. Leider muss ich bei diesen Köpfen die Ventile rausnehmen, weil der Überstand hier ist so gering, dass ich nicht sicher bin, ob da genug Platz ist. Könnte genau passen. Vom Plan her.
Problem ist nur, Benny killt mich, wenn er beim Plan auf einmal in die Ventile reinfährt. Egal, auf jeden Fall, der muss nur einmal geplant werden, dann ist er wieder ready. Das Ganze habe ich beim Block auch noch gemacht. Und beim Block kann ich euch zum Glück sagen, dass wir da noch nicht mal, das dünnste, was ich habe, ist 0,5. Also 5 Hundertstel. Und selbst mit 5 Hundertstel, also man sieht hier auch, ja, so kann ich es euch jetzt nicht zeigen, aber man sieht auch hier, dass man minimal, mit der Kamera wirst du es noch nicht mal sehen, müsste ich jetzt Licht hintermachen. Aber selbst hier komme ich noch nicht mal mit 5, drunter. So, das heißt, wir sind hier krumm im Bereich von 2-3 Hundertstel. Dafür zerlege ich jetzt nicht alles und baue alles aus. Schade, weil es wirklich eigene Dummheit war. Aber das gehört dazu. Genauso gehört es auch dazu, euch zu zeigen, weil das machen wir seit Jahren so. Deswegen kann man auch uns wirklich vertrauen, dass es dann tatsächlich so gut funktioniert, wie man immer sieht. Und dass es auch benutzt wird. Was am meisten schade ist, ich wollte am Mittwoch eigentlich, jetzt, dass wenn das Video kommt, wird der schon gelaufen sein, eigentlich damit zum Gare Collector Track Day und wollte mit unserem kleinen Arbeit mal die Großen ein bisschen jagen. Das wird jetzt natürlich nichts, weil ich habe mich jetzt dazu entschieden, passend zu mir das Ganze vernünftig zu machen. Das heißt nicht jetzt hier zusammen zu schustern und fertig. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir haben ja noch den großen Kopf. Ihr erinnert euch, wir haben bei NG Motorsports einen Kopf gefräst und den auf der Flowbench durchgemessen und sind dabei zum Entschluss gekommen, dass wir, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, um die 15-20% Flow nochmal aus dem Kopf rausgeholt haben. Diesen Kopf bauen wir da jetzt drauf. Da muss ich nämlich auch nicht den Kopf auf die Ansaugbrücke anpassen, weil die Ansaugbrücke so groß ist, dass das hoffentlich passt. Sonst werde ich es anpassen. Und dann werde ich mit dem Auto einmal auf den Prüfstand fahren und werde auf dem Prüfstand die Taktung von der neuen Dose einmal rausfahren. Weil das war nicht geil auf der Rennstrecke. Einmal fahren, einmal Gas geben, einmal fahren, einmal Gas geben, anhalten, Laptop raus, Laptop rein, Laptop raus. Das geht, aber das ist nicht cool. Also da ist es entspannter, einmal auf dem Prüfstand. Weil ich habe noch ein weiteres Upgrade. Ich kriege ein, es gibt jetzt von EcoMaster, passend zu dem Display auch ein kleines Lenkradpanel zu kaufen. Da sind ein paar schöne Drehräder drin. Und da habe ich nämlich was ganz Besonderes mit vor. Aber da brauchen wir auch nochmal einmal einen Prüfstand. Weil im September will ich jetzt nochmal angreifen und nochmal hier eine Zeit rausdrücken. Weil ich sag euch, dieses eine Mal Gas geben mit ein bisschen mehr Druck, ganz anderes Auto, ganz andere Liga. Also wirklich stark, auch mit dem Nachlauf. Bin wirklich begeistert, motiviert etc. Hab leider nicht so viel Zeit, weil ich jetzt erstmal Prio 1 Limo mache, hatte ich euch ja gesagt. Aber dieses Upgrade ist nebenbei in der Zeit definitiv noch drin, weil einfach nur Ansaugbrücke, Krümmer an den neuen Kopf schrauben, schön alles fertig machen, alles zusammenbauen und los geht's! Ja! Ich hätte euch gerne in diesem Video eine neue Bestzeit oder ein absolut geniales Fahrverhalten mit mehr Nachlauf gezeigt. Ist aber nicht so, jetzt gibt es einen Motorschaden. Eigentlich ist es kein Motorschaden, muss man auch realistisch sein. Das ist eigentlich viel kleiner, kann ein Schaden bald nicht sein. Außer ich bezeichne einen geplatzten Ölfilter als Motorschaden. Aber deswegen bin happy, alles gut. Am Ende zählt, dass das Auto heile ist. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Kommentare rein, was ihr so denkt oder ob ihr Bock habt. Geil wäre immer nochmal, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, für all die ganzen Abarth-Fans, weil ich würde das gerne mal würdigen, dass ihr so loyal die letzten Jahre dieses Projekt mit aufgebaut habt. Vielleicht gebe ich den Prüfstandstermin für das Auto sogar bekannt und dann könnt ihr alle da mal hinkommen. Finde ich eigentlich ganz geil. Ist jetzt nicht so spektakulär wie Marius Golf. Das ist eine ganz andere Liga. Oder wie Limo oder wie auch immer. Aber bei dem Auto wissen wir halt umso mehr, dass es einfach in dem Moment perfekt funktioniert. Und auch geil ist, weil er klingt auch gut. In diesem Sinne, ganz kleiner Hinweis noch, weil selbst Tim gerade ankam und nicht drauf klarkommt, warum dieser Motor so gut aussieht, weil das ist ungeöffnet, der Motor, seit dem ersten Tag. Er liegt einfach daran, das war damals ein fast werksneuer, frischer Pista-Motor, hat sich ein Zuschauer bei mir gemeldet und meinte, ey, den haben wir aus dem Neuwagen ausgebaut, weil er keine Leistung hatte. Pista war irgendein Sondermodell, da sind wohl andere Kolben drin. Und das war so ein typischer Motor, der erst 500 Kilometer runter hatte. Und bei dem Motor haben wir damals nichts gemacht, außer Pleuel eingebaut. Das heißt, hier stecken wirklich nur Pleuel drin und es waren von HEE ein paar Kopfbolzen drin. Ja, und das sind leider wirklich die Motoren, die am besten funktionieren. Neue Motoren, nur Pleuel reinstecken, fertig. Und dann kommt natürlich dazu über die Jahre Erfahrung, zum Beispiel auch von Chris, weil er hat ein paar Rennstreckenautos schon gemacht, wie man so ein Ding natürlich am besten abstimmt, dass er langfristig hält. Weil er darf nicht zu mager sein, er darf aber auch nicht zu fett sein. Also da muss man genau ein gesundes Mittelmaß finden, wo man einfach merkt, dass ein Motor homogen entspannt fährt. Das heißt, Abgastemperatur im Rahmen, Ansauglufttemperatur möglichst niedrig, kein Klopfen, aber auch nicht zu zahm. Also so ein Motor muss schon noch effizient laufen, weil ist ein Motor zu schwach auf der Brust, beschleunigt ja auch nicht das Auto. Das heißt, die Last auf dem Motor ist zwar weniger, aber dafür umso länger. In dem Fall ist es so, dass die, egal auf welcher Rennstrecke bin, die längste Gerade, beschleunigt man vielleicht mal 10, 11, 12 Sekunden. Das heißt, man muss bei so einem Auto einfach sorgen, dass in diesen 10 bis 12 Sekunden die Temperaturen zwar natürlich hochgehen, aber die Brems- und Rollphase danach schon wieder reicht, um es runterzukühlen. Da muss man
einfach reinkommen. Und das passt. Ich finde den Motor geil. Ich finde ihn super entspannt. Deswegen, von mir gibt es für den 1.4er hier einen Daumen hoch. Jetzt reicht es aber auch. Bis zum nächsten Mal.